Name ist Vanessa Jeckel und ich arbeite in der DRK Peter-Heine-Straße in Hameln. Und ich habe mir für dich ein Spiel überlegt, wo du dich ein bisschen bewegen kannst gegen die Langeweile. Und dafür brauchst du folgendes Material: eine Schale oder ein Eimer und kleine Steine. Ich habe mir jetzt 4 Stück ausgesucht. Und es geht los, indem du die Schale oder den Eimer irgendwo hinstellst. Das kannst du draußen im Garten machen oder in deinem Zimmer oder auf dem Flur. Und die Steine legst du einfach quer um die Schale oder um den Eimer herum. So, jetzt stellt sich die Frage, wie kommen die Steine in den Eimer ohne die Hände? Bestimmt hast du schon eine super Idee, aber ich mache dir ein Beispiel vor. Du ziehst eine Socke aus und versuchst jetzt die Steine mit den Füßen, also erstmal mit den rechten, in die Schale zu befördern. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber mit viel Übung klappt das. So, jetzt habe ich das geschafft und eine andere Möglichkeit wäre, dass du noch den anderen Fuß nimmst oder mit deinen Eltern ein kleines Wettspiel machst, wer hat zuerst die Steine in dem Eimer, oder du lässt dir von deiner Mama die Zeit stoppen und gucken, wie schnell du bist. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen Spaß gemacht, das Video, und ich konnte dir helfen, die Langeweile ein bisschen zu vertreiben.